Also langsam steigt die Anspannung. Wir freuen uns tierisch auf dieses Spiel. Das ist für Drochtersen-Assel das Jahrhundertspiel. Ja, und wir können es kaum erwarten, dass es endlich losgeht. Dass wir ein Pflichtspiel, und ich betone eben Pflichtspiel im DFB-Pokal gegen den FC Bayern München hier im Kehdinger Stadion spielen werden, das ist eine Ausnahme, ein Jahrhundertspiel. Das sind schon alles Superlative, die auch gerechtfertigt sind. Eine ganz, ganz tolle Sache für uns. Jeder fragt einen natürlich nach Karten, aber die waren innerhalb von ein paar Minuten ausverkauft. 7.500 Zuschauer werden im Stadion Platz haben. Das wird ein richtig schönes Dorffest in Drochtersen sein. Also ich wünsche mir natürlich als Innenverteidiger Robert Lewandowski, Sandro Wagner, Thomas Müller. Aber mein persönliches Vorbild ist Mats Hummels und da hoffe ich natürlich auch, dass er mit nach Drochtersen kommt. Ich hätte schon gerne von Mats Hummels das Trikot. Das wäre schön, wenn ich das auch bekommen würde. Aber das machen wir alles nach dem Spiel dann. Wir wollen, solange es geht, die Null halten und die Bayern ein bisschen ärgern. Wir wollen weniger Gegentore als der HSV kriegen. Darüber witzeln wir in der Kabine. Und vielleicht schaffen wir das ja auch, weniger als 8 Gegentore zu bekommen. Ich wünsche mir zur Halbzeit ein 0:0 und danach einen knappen Ausgang für die Bayern nur. Das würde uns schon sehr zufriedenstellen. Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass Drochtersen in die zweite Runde einzieht? Bei 1%.